Babygeschrei um 8, Hundegebell um 9. Jetzt haben wir schon 10. Wunderschönes Wetter. Heute muss ich meinen Garten mähen. Rasen mähen, nicht den Garten mähen. Und uns wird langsam warm. Natürlich windig. Sehr klar. Fenster muss ich bereits zumachen von der Weile. Hier kommen die ersten Pflänzchen. Aber die sind so tiny. Ja, das müsste theoretisch und hoffentlich Lavendel sein. So, hier, das Lemongrass, das geht gut ab. Und den Rasen muss ich mähen, denn der wird hier ganz schön... Finde ich komisch, dass das hier krass hoch wächst und hier wächst es überhaupt nicht. Das ist schon sehr seltsam. So, jetzt erstmal Kaffee. So richtig wach bin ich noch nicht. Und dann muss ich auch eventuell die Ananas hier mal einpflanzen. Denn dieser kleine Strom hier, das ist ja die nächste Pflanze. Und bevor mir der kaputt geht hier im Wasser, nimmt er einfach mal die Erde. Ich glaube, hier kommt noch einer. Da. Ja. Da sind noch gar keine Wurzeln dran. Super seltsam. Na, zwei von denen kommen auf jeden Fall mal in die Erde. Und die muss man so seitlich in die Erde packen, damit die direkt irgendwie Sonne bekommen. Aber ich lasse die diesmal mal im Haus. Denn da im Garten in der Sonne und so weiter, da trocknen die zu schnell aus, beziehungsweise gingen ja nicht richtig an. Ja, das muss ich mal checken. Andere Technik. Ah, jetzt haben wir schon kurz nach 12. Ich habe gerade mal gelesen, wann dann die beste Zeit des Tages ist, in den Rasen zu mähen. Das ist morgens zwischen 8 und 10. Und in der Mittagssitze soll man es nicht machen. Deswegen lasse ich das erstmal. Aber ich werde mal die Ananas da in den Pötten checken, ob da irgendwelche Triebe oder ob die noch irgendwie leben. Und wenn nicht, dann kommen die neuen da rein. Und dann werde ich die eine Sonnenblume mal da hinten oder zwei von denen mal ausbuddeln. Ich hoffe, das schaffe ich, ohne die zu zerstören. Wenn es nicht klappt, dann pflanze ich halt neue ein. Oder von der anderen Seite, die sind ja auch groß genug eigentlich schon. Und pflanze die hier nochmal an das Fenster. Denn die sind komplett zerstört. Und mal gucken, wie schnell es dauert, bis die wieder weggefressen werden. Kann nicht wahr sein. Ja, Wetter immer noch schön, aber windig. Natürlich wie immer. Zu Walmart muss ich noch. Ich brauche auf jeden Fall Bananen. Und noch irgendwas, was mir jetzt natürlich wieder nicht einfällt. So, jetzt machen wir zum Walmart kurz. Ich hoffe, die haben da alles. Ansonsten ist natürlich die Frage, ob ich zu unserem Walmart fahre oder zu dem anderen besseren. Aber fahren wir erstmal zu dem hier um die Ecke. Auf geht's. Kurz nach 12:30. Oh, ist ja schon wieder warm. 29 Grad, 13:30 jetzt. Ich habe alles bekommen, außer Eier. Eier komplett ausverkauft, wie kann das sein? Ich kann natürlich jetzt noch zu Costco fahren, da sind die eh billiger, aber da habe ich jetzt auch keinen Bock. Das ist nämlich ein bisschen weiter weg und ja, muss ja nicht sein. Aber ich habe so ein Ding gekauft, mit dem ich Pflanzengut, so ein Stichding, mit dem kann ich Pflanzen ausgraben und einsetzen gut. Hat mich zwar $5 gekostet, aber die Chance, dass die Sonnenblumen das Umsetzen überleben, ist wesentlich höher. Von daher egal. Kann man immer mal gebrauchen, das so ein Ding. Hier sieht man, dass der Rasen frisch gemäht wurde, denn hier sitzen schon wieder die Vögel überall. Ich weiß nicht, auf was die aus sind. Würmer können es ja nicht sein. Aber wahrscheinlich irgendwelche Käfer, die beim Rasen mähen. Aber was für Käfer? Ja. Rasen mähen. In der Mittagshitze soll man nicht, denn ich habe keinen Bock, dass mir der Rasen so beim letzten Mal wieder komplett braun, wird. Ich habe zwar vor, den diesmal nicht so kurz zu schneiden, aber ich wollte auch mal sehen, ob ich die Schneideblätter nicht irgendwie ein bisschen geschärft bekomme. Die sind so stumpf, wie es nur geht.
26 Grad haben wir es hier drin. Ich glaube, das Temperaturmessgerät, das lege ich mal nach draußen, denn ich habe ja zwei hier in der Wohnung. So ist eine neue Company Policy rausgekommen. Der Chief Pilot hat eine E-Mail geschickt. Und zwar, wenn wir Flüge in Zukunft verlieren, weil der Helikopter ein Maintenance-Issue hat, also hier ein Defekt, und wir dadurch mehr als zwei Flüge verlieren, werden wir dennoch für den Flug, der für uns auf dem Schedule war, bezahlt, auch wenn er da nicht stattfindet. Das ist ziemlich nice. So, das ist dieses Ding, was ich mir zugelegt habe. Damit werde ich jetzt erstmal checken, ob sich hier irgendwas getan hat. Aber wahrscheinlich eher nicht, oder? Nein, die sind einfach verfault. Da bilden sich zwar kleine Wurzeln. Aber eigentlich sollte da ein Trieb kommen. Da kommt nichts. So, ich gehe sehr stark davon aus, dass die morgen wieder abgefressen sind hier. Und außerdem habe ich da ein bisschen viel Wurzelwerk verloren beim Ausbuddeln, trotz dieses Tools. Aber die haben jetzt wenigstens, vier habe ich übrig gelassen. Die haben wenigstens jetzt nicht ausreichend, aber mehr Platz zum Wachsen. So. Die haben so ein bisschen Wurzeln, aber da kommt einfach nichts. Die werde ich trotzdem einfach nochmal in die Erde packen. Wenn es was wird, dann wird es was, wenn nicht, dann nicht. Und die anderen, die werde ich an die Oberfläche packen, sodass ich da im Auge behalten kann, ob die weiter wachsen. Die hier mit dem Strom, der eigentlich gut wachsen sollte. So, mittlerweile Nachmittag. Ja. Die Pflanzen da, die machen es nicht richtig. Die eine muss ich mal stützen. Ich habe gerade einen Anruf vom Koji gehabt. Der Schedule hat sich komplett geändert. Morgen arbeite ich, Sonntag arbeite ich, Montag arbeite ich, Dienstag, Mittwoch frei und dann Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag arbeite ich oder so. Von daher hat sich alles komplett geändert, aber macht ja nichts. Ich habe immer noch einen extra Tag, 2 Tage frei in der Woche. Passt schon. So ist es. So gut wie dunkel. Kurz vor 7:30. Ich bin der Einzige, der morgen auf dem Schedule steht. Ein Flug um 7:10 und ein Flug um 13:30. Das kann aber nicht wahr sein. Zwischendurch hänge ich 4,5 Stunden rum. Ja, nur zwei Flüge morgen. Ich bin der Einzige, der morgen am Start ist. Also der einzige Pilot. Oh, sieht so aus, als würde ich am Sonntag auch wieder um 8 Uhr anfangen. Das heißt, morgen muss morgen um 20 nach 5 aufstehen. Ein Glück habe ich keinen Stau, weil ja Wochenende ist, aber ansonsten, boah. Und dann 4 Stunden abhängen für nix. Oh Mann. So, ich muss mich mal rasieren jetzt und dann hier eventuell die Haare ein bisschen, den Zipfel hier abschneiden und dann duschen. Muss ich das morgen früh alles nicht machen. Ja, ich habe gerade eine beunruhigende Nachricht von einer ehemaligen Kollegin von Papillon bekommen. Ob ich denn gehört hätte, was mit dem Chief Pilot passiert sei. Also ich habe nichts gefunden, finden können und noch nichts gehört, was da passiert ist, keine Ahnung. Aber es hört sich nicht gut an. Naja. So, Abendessen brauche ich heute nicht. Ich habe hier zwischendurch Brot gegessen. Hunger habe ich auch nicht. Von daher passt das schon. So. Jetzt Haare schneiden, rasieren, Sachen zurechtlegen für morgen und dann gucke ich mir noch eine Serie an und in 1,5 Stunden muss ich schon ins Bett, ansonsten kriege ich wieder weniger als 8 Stunden Schlaf. Das kann nicht wahr sein. Ja, einer der nettesten oder beziehungsweise der netteste Chief Pilot, den ich je hatte. Die Beerdigung ist morgen. Letzte Woche, seit letzter Woche ist er nicht mehr. Das kann doch nicht wahr sein, Mann. Ja, der war nur 3 Jahre älter als ich. Herzinfarkt. Ich kann es mir noch nicht glauben. Einer der nettesten Menschen, die ich gekannt habe. Ist ein Schock. So, 7:30 mittlerweile, alles erledigt, was ich noch erledigen wollte. Liane hat ein Flugticket gekauft. Die kommt am 31. Mai. Und finalisiert dann sozusagen auch ihren Umzug hierher.
Die Lisbeth kommt wohl mit und hilft dann auspacken. Der Pott wird ja dann bis dahin verschickt und ihr Auto auch. Und dann gucken wir mal, wie das hier dann alles läuft. Das ist ja dann in 2 Wochen. Genau, glaube ich. Ja, 2 Wochen und 2 Tage bin ich hier noch allein. Und dann nicht mehr.